Genau jetzt muss dem Flugzeug vorbeitappeln. Alles klar, wir sind angekommen. War ein nicer Weg bis hierhin. Locker 600 Kilometer, bestimmt viermal verfahren. Das erste Mal auf einer Vape-Messe. Sind Sie aufgeregt? Nein. Wir gehen mal rein, wir gucken uns das Ganze mal an. Da gibt's nur eine Sache, die ich vergessen habe. Es ist jedes Mal scheiße laut. Gleichschritt, gar kein Problem. Ey, kennt ihr das noch? Mama San? Mega lecker. Oh. Das ist so, schon wieder so weird. Ich bin der Einzige hier mit einer Cam in der Hand. Und die gucken mich wieder an, als wäre ich ein absolutes Alien. So, Halle 1 ist abgesneakt. Hier gibt's nichts Tolles irgendwie. Und die geiern alle auf die Cam. Da muss ich los. Das sind die 187 Tabaksorten als Liquid. Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Beste Ausstellung. Stand gefunden und ich habe sie wieder getroffen. We just meet today another time. Oh, bam. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Die legendäre, die einzig wahre. Ich habe sogar von allen Fertigverdampfern, die ich hier habe, habe ich mir extra den Skrr mitgenommen, weil der so eine große Tankfassung hat und weil der nicht spritzt wie ein Huren. So ein Ding ist das nämlich hier. Ja, wir haben ein Problem. Hier sind Ameisen auf meinem Fuß. Und wir haben noch ein viel größeres Problem. Meine Hose ist weg. Ey, nein, Spaß. Natürlich gehe ich so auf die Messe. Hallo? Mal so darüber gehen? Was würden die machen, wenn ich jetzt so darüber gehe? Einpassieren und rausschmeißen. Was, wenn ich sage, yo, ist nur eine ultra dünne Hose? Ey, guck mal, was ich gefunden habe. LED. So, wir machen jetzt eine Challenge. Ich muss übelst auf Toilette. Aber ich habe keinen Bock auf Toilette zu gehen. Mal sehen, wie lange ich schaffe, das alles hier auszuhalten. Alter, da gibt's goldene Coils. Ich glaube, die muss ich mir mal ganz kurz reinziehen. Aha. Ein auf Livestream. Also, ey, so ein Teil brauche ich auch zu Hause. Meinst du voll langsam? Das ist meine Coil. So, jetzt wird hier getastet. Das passt so. Das passt so. Jungs, checkt das mal ab. Wir gehen jetzt hier in den Weedgarten. Jo, was ist denn hier los? Ist ja wie bei mir zu Hause. Ganz auf Shisha-Style. Doppelter. Nee, ist kacke. Nein, Spaß. Nee, schmeckt schon echt heftig. Wenn jetzt das aber in dein Video reinschlagen, dann. Nein. Nee, so cremig ist nicht meins, aber vielleicht. Aber ich muss sagen, die Kastanien gefallen mir. Ist okay, aber es ist nicht wirklich mein. Pink Lemonade, geil. Genau, das wäre jetzt halt mit Himbeere. Habt ihr auch noch eine andere außer die Alien? Weh, ihr mobbt mich jetzt wieder. Krass, schmeckt ein bisschen wie Wodka Grapefruit, deiner. Geil. Können wir mal werfen? Ist das euer? Ja, für den Menschen, die. Ja, geil, lass mal machen. Ah, lol. Ja, moin. Boah, fast beim ersten Versuch, ey. Schön auf die i3. Die mal. Auf was? Hä? Das kann doch nicht sein. Junge, wenn der eher trifft als ich, dann ist vorbei, ne? Oh, was? Junge, die Scheiße geht einfach nicht rein. Oh. Jawohl. Wenigstens habe ich ihn getunnelt. Nein! Ich wollte ihn natürlich nicht fertig machen, ist ja klar, ne? Also das ist natürlich alles auf Showbasis. Ich hätte. Komm schon, Leute. Also ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich gegen den verloren habe, oder? Glaubt ihr das wirklich? Das ist voll kacke. Irgendwie hat jeder Stand hier die Smoke Alien oder irgendwas von Siegelei ausgestattet und du kannst nur in den Produkten testen.
Mann, ich dachte, wir sind hier auf der größten Messe, Alter. Guck mal, wer wieder hier ist, aus Birmingham. Mann, da willst du den blockieren und dann läuft er auf einmal nicht mehr hinter einem. Oh, die sind jetzt hinter uns. Ah, oh, mein Fuß tut weh. Ah, ich kann nicht mehr laufen. Ich krieg keine Luft bei dem ganzen Nikotingehalt hier, ey. Und hier sitzen normalerweise chinesische Kinder dran und die füllen dann alles ein. Hey, 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 Vaporesso, also. Euer Stand ist wirklich sick. Ah, ja, ja, sehe ich genauso. Ja, 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 ja. Oh, das war's aber jetzt wirklich mit Tag 1. Wir werden jetzt noch das Hotel abchecken. Wir haben was richtig Nices gebucht. Da müssen wir jetzt erstmal hinfahren. Meine Kehle ist so trocken. Man hat gerade noch ein gutes halbes Stündchen mit so diversen Leuten gequatscht. War schon ganz geil, aber jetzt geht's erstmal auf ins Hotel. Ich bin platt, Alter. Angekommen. So lässt sich doch gut arbeiten. Ich lade mir jetzt gerade noch schön DaVinci Resolve runter, auch für mein Lappy. Und esse nebenbei schön das Beste von Sushi. Lachs, 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 nur Lachs, Lachs. Handy auf Business-Call-Basis. Ich habe schon die ganze Scheiße alles angeschlossen. Ich habe natürlich immer mehr Steckplätze mit, weil ich muss 10 Millionen Akkus laden und alles. Und wir zeigen euch erstmal hier in der Tonfenstermann, ey. Mega aufgeräumter Koffer. Ein mega breiter Flachbildfernseher. Natürlich ist Energy on top. Keine Werbung. Scheiße. Hier drei auf dem Tisch, so wie es sein sollte. Das haben wir vorhin gesnackt. Hier haben wir unser XXL-Bett, was ich leider nicht mehr zeigen kann, weil da jemand nackt ist. Und hier ist unser Einsatz, ja moin, unser Eingangsbereich mit Megaspiegel. Zieht euch mal das Bad rein, das ist crazy. Ist das geil oder was mit dem Bildstabilisator? Megaspiegel für geile Selfies. Und diese Dusche, die gleichzeitig auch Badewanne ist, was wir da drin machen, wollt ihr gar nicht sehen. Was sagt die Aussicht? Ist, wie bei den Grünen, würde ich jetzt behaupten. Mega idyllisch. Das Bett ist echt fett. Noch nie so ein großes Bett gehabt. Natürlich habe ich nicht nur Essen für mich bestellt, für die Dame natürlich auch. Aber ich habe mir noch was dazu bestellt. Boah, heute gibt's mal keinen Bett-Test, weil das haben wir schon gemacht und auf ganz privater Basis. Was sagen Sie, wie finden Sie das Hotel? Ja, also das Zimmer... Wir fahren dann jetzt auch wieder, ne? Dann sehen wir uns, Leute. Leute, ihr kennt mich. Denkt ihr, ich ziehe mir hier irgendein Hotel oder was? Nee, das Hotel hat natürlich auch einen Pool. Und da gehen wir jetzt hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, machen Sie bitte Platz und einen kräftigen Applaus für den drittgrößten Vape-YouTuber in ganz YouTube Deutschland. Danke, danke, nee, keine Autogramme, ja. Ja, Autogramme später, danke, danke. Was geht? Ja, hallo? Ja, die Million, die muss jetzt auf dem Konto, ne? So, Leute, mal Spaß beiseite. Ich muss mich erstmal hier hin chillen wie ein Krüppel. Ihr könnt mir auf Instagram Fragen stellen. Instagram könnt ihr gerne folgen. Über, ja, die Hall of Vape und so, falls ihr da irgendwelche Fragen hattet. Und die gehen wir jetzt mal eben durch, wenn ich meine Story hier wieder finde. Übrigens habe ich da gelivestreamt auf der Hall of Vape und da hat mir eine Tussi einen Korb gegeben, weil die gesagt hat, ich habe zu wenig Abonnenten. Ja, moin. Alter, die Story haben so viele Leute gesehen, das ist ja der Shit. Und Daisy, warum haben wir nicht mehr Zeit miteinander verbracht auf der Hall of Vape? Also, ich denke, man trifft sich immer zweimal im Leben. So, wenn die Einladung nach Stuttgart steht, dann hat sie da Zeit mit uns, ganz viel sogar. Einladung nach Stuttgart? Ach nein, Hamburg. Hannover, jo! Wahrscheinlich Hannover, oder? Von Ole, von irgendeiner Vape, richtig beeindruckt gewesen. Boah, da gab es eine mechanische, die war aus wirklich purem Gold und die sah echt krass aus. Ich meine, ich bin ja so ein Goldtyp, ich stehe halt einfach auf Goldschmuck. Und das war schon echt krass, das Ding zu sehen, auch wie viel das gekostet hat. Da habe ich gar keinen Bock mehr gehabt, hier dabei zu sein. Spaß, hab mir 5 Stück davon gekauft, sind alle da vorne. Hast du dir auf der Hall of Vape was gegönnt oder gibt es neue E-Zigs, die du dir da gezogen hast von Roche Butler? Nee, also ich dachte ernsthaft, ich zieh mir die Brunhilde, aber da ist mir nochmal was in den Sinn gekommen. So, warum soll ich immer mit der ganzen Masse mitgehen? Ich bin ja generell so ein Typ, der eigentlich nie so wirklich mit der Masse geht. Das ist jetzt Hardcore Real Talk. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die Brunhilde vorzustellen, weil das ist einfach nur ein, ja, das ist einfach nur ein Verdampfer, der gut ist, aber es haben halt viele
viele YouTuber gleichzeitig darüber ein Video gebracht und viele haben gesagt, ja, das Ding ist gut und deswegen kam dieser Hype über diese Brunhilde. Ich gönne denen auch den Hype, aber das ist jetzt kein Verdampfer für mich, auch wenn da Flügel drauf sind. Ich habe das Ding aber in Gold gesehen, vielleicht lasse ich mich nochmal überreden. Mir ist doch erst heute wirklich bewusst geworden, man hat sich da so ja mit dem einen oder anderen ausgetauscht, ne? Und dann hieß es, ja, du bist ja jetzt der drittgrößte Vape-Kanal, wenn man mich Vape-Kanal nennen kann, weil ich bin halt Angel Tech und ich mache halt nicht nur E-Zigarette, ne? Aber da ist mir erstmal wieder so bewusst geworden, so heilige Scheiße, der drittgrößte Vape-Kanal in Deutschland? Das ist schon krass. Ich habe ehrlich gesagt die beste Community, was das Dampfen angeht, generell was das ganze YouTube-Ding so angeht, auch so das mit dieser Comedy und so. Das ist mir nochmal bewusst geworden, weil man hat da so mit dem einen oder anderen geschnackt und dann heißt es immer, ja, wenn ich das und das erwähne und das, dann zerfickt mich meine Community und so. Und wir sind einfach die gechilltesten. Das war auch so krass, ne, mal so zu sehen. Ich war das erste Mal live dabei, das ist ja meine erste Hall of Vape. Und dieser ganze Krieg, der auf YouTube stattfindet, der ist einfach bei der Hall of Vape nicht da. Da hat jeder zusammengehalten. Klar, da mag jetzt nicht jeder jeden und vielleicht hat man intern sogar noch Stress und so, aber da, bei der Hall of Vape, hat jeder mit jedem zusammengearbeitet, mehr oder weniger. Wir haben da so richtig den Zusammenhalt gezeigt und ich habe das auch richtig gespürt. Ich war bei Leuten, wo ich damals dachte, ja, die denken sich so, ja, was ist denn das für ein Spaß, Alter? Und man hat richtig cool gequatscht und man hat so neue Kontakte geknüpft und alles und das war schon, das war glaube ich das allerbeste an der ganzen Hall of Fame, dieser Zusammenhalt. Das was auf YouTube der Krieg ist, ist im echten Leben der wirkliche Zusammenhalt. Freunde, also, ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet, aber wir haben das größte Video im deutschen Raum, was es über die Vape Expo in Birmingham gibt. Da kann sich jeder auch nochmal sein Weinglas schnappen und mit mir drauf anstoßen. Der Vlog hat bis dato 82.000 Aufrufe und 3.269 Likes. Das ist echt Top-Werte. Natürlich alles demonetarisiert as fuck. Mein kompletter Channel ist einfach demonetarisiert. Jeffrey? Wo sind die Millionen auf dem Konto hin? Falls ihr euch für Sachen wie E-Zigarette und Zubehör interessiert, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Und zwar meine Seite. Und auf dieser Seite könnt ihr alle Sachen sehen, die ich persönlich getestet habe und euch empfehle. Mein ganzes Vape-Equipment, eigentlich meine ganze LED-Technik. Es ist alles dort verlinkt. Das Ding ist in der Beschreibung gerotzt. Geht drauf und bezahlt mir den verdammten Sprit. Der Monster verbraucht 11 Liter auf 100 Kilometer. Danke sehr. Danke für den fetten Support. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt gibt es jeden zweiten bis dritten Tag Livestream auf Twitch und auf YouTube Angel Tech gleichzeitig. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Da kommt ihr zu den letzten Videos oder den letzten Vlog der Vape Expo. Hier kommt ihr zu meinem Hauptchannel für Fitness, Lifestyle, ein bisschen Comedy, ein bisschen privateres Ich. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Freunde, haut rein. Wisst ihr, was ich meine?